Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Belong Dark Tales from the Far Territory. Wir sind am Flughafen und ich hatte ja gestern einen kleinen Ausblick gegeben, wie wir uns die nächste Zeit oder wie ich mir die nächste Zeit vorstelle im Spiel. Und habe dabei etwas übersehen. Wir haben ja an der Treibinsel noch eine Höhle, die wir noch nicht entdeckt haben. Und da habe ich mir überlegt, komm, wenn das Wetter durchhält, dann laufe ich mal dahin. Dann erkunden wir noch die Höhle. Ich erwarte da jetzt nicht irgendwie großartig, das was zu finden. Story oder auch Loot. Aber einfach der Vollständigkeit halber, dass wir auch das mit gemacht haben, dass wir auch das mal gesehen haben. Ja. Deshalb habe ich mich jetzt nochmal auf den Weg gemacht, die Landebahn hinterzulaufen. Und dann müsste es so leicht rechts weggehend zur Treibinsel gehen, übers Eis. Mal gucken, dass wir nicht allzu viele Wölfe unterwegs haben. Zeitlich sind wir noch recht gut am Tag unterwegs, sodass wir das eigentlich auch schaffen sollten. Wenn das Wetter durchhält. Wenn das Wetter umschlägt, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir irgendwo mitten auf dem Eis und finden uns nicht mehr zurück. So gut, das wird dann eine Herausforderung werden. Ich habe noch ein bisschen was zu essen eingepackt. Noch so eine Einmannpackung, damit wir auch wirklich nicht verhungern. Denn essenstechnisch sind wir gar nicht so gut. Wo sind sie? Keine Ahnung. Sind wir gar nicht so gut unterwegs. Da sind wir ziemlich... haben wir ziemlich viel aufgebraucht, weil wir haben auch nichts Neues gefunden, wir haben nichts gejagt, keine Wölfe aus Versehen getötet. Oh, da geht's runter. Perfekt. So, und da drüben ist die Treibinsel. Lass uns mal hier lang gehen. Da hat man das Flugzeug schon gesehen, das abgestürzt hat. Da waren wir auch schon an dem Flugzeug vorbei. Was ich noch nicht so richtig weiß, ist, ob die Höhle oben ist auf der Insel oder unten. Ist das große Schwarze oder soll das ein Wolf sein? Oder gar ein Bär? Gibt es hier Bären? Sieht fast so aus, als ob es sich bewegt, ist aber wirklich schwer zu erkennen. Oh, jetzt sieht man es ganz deutlich, es ist ein Bär. Da bin ich ja fast froh, dass ich dem nicht im Schneesturm mal aus Versehen über den Weg gelaufen bin. Das ist ja ein Ding. Die erste Begegnung mit einem Bären. Dafür sind keine Wölfe da. Und solange wir uns von ihm fernhalten, tut er uns ja das auch nichts. Aber wenn der uns in die Klauen bekommt, dann sieht es echt übel aus. Gut, schauen wir mal. Da hinten könnte tatsächlich eine Höhle sein. Der dunkle Fleck dort in den Felsen. War jetzt auch nicht unbedingt eine Karte hier malen. Zumal wir das eigentlich alles erkundet haben müssten schon mit der Map. Na gut, hier vorne hätte ich was zeichnen können, aber hier hinten sind wir schon gut unterwegs. So, schauen wir mal. Also wie gesagt, es könnte sein, dass das hier unten irgendwo unterhalb ist, die Höhle. Der Bär bewegt sich nicht in unsere Richtung, das ist gut. Vielleicht ist das ja auch die Bärenhöhle. Aber ja. Und da könnte es sein, dass dort die Bürgenschößlinge stehen, die wir eingezeichnet haben auf der Karte. Wobei es jetzt schon gar nicht mehr so danach aussieht, als ob die Höhle hier unten ist. Na gut, wenn die Höhle nicht hier unten ist, dann müssen wir halt nochmal hoch und oben langlaufen. Das hilft ja alles nichts. Die Bürgenschößlinge nehme ich mit. Dort ist ein Reh. Rehjagen machen wir jetzt noch nicht.
Ja, warum nämlich die Bogenschößlinge mit ganz klaren Pfeile zu bauen? Da kann man nie genug haben. Weil die nutzen sich ja ab, die Pfeile. Und das Gute ist aber, dass wenn man sie recycelt, quasi nur der Pfeilschaft kaputt geht, die Spitze und zumindest ein paar Krähenfedern kann man weiterverwenden. Und da kann man also, indem wir Bogenschößlinge haben und daraus Pfeilschäfte bauen, können wir also immer wieder neue Pfeile produzieren. Gut, da haben wir drei Stück. Ich gucke nochmal auf die Map. Das ist hier unten, dann kommen die Hagebutten, nochmal Hagebutten und dann die Höhle. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hagebutten nehme ich auch mit. Im Notfall bringt Hagebutten-Tee auch. Da ist die Höhle drin. Im Tagebuddentee auch Kalorien. Nicht viel. Aber besser als gar nichts. Und hier sind dann auch nochmal Hagebutten. Wie sieht's aus? Zeitlich hat man sogar genug Zeit, nochmal den Weg zurückzugehen. Dass wir nachts wieder am Wohnwagen sind. Archies Kriechkeller. Das ist ein Kriechkeller. Oh. Okay. Was zu essen, sehr gut. Das nehmen wir natürlich auch mit. Da ist nichts drin und das ist ein Wolfskadaver. Jetzt bin ich natürlich mit der Bügelsäge, kann man den auch zerlegen. Wir nehmen es bei. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen hin und her gerissen, das Fleisch mitzunehmen, die Haut und den Darm. Nehmen wir nicht mit. Und das Risiko dabei aber einzugehen, dass wir gewittert werden durch Tiere. Ne, das wolltest du nicht. Den wolltest du noch essen. So, jetzt ist es aber so, dass wenn ich jetzt erst anfange, das Fleisch zu braten, dann kann ich es zwar essen, aber es dauert halt auch ein bisschen Zeit, ne? Nehmen wir uns die. Hoch. Du musst das schon. Ne, es ist ja schon. Ach so. Gut, okay, jetzt haben wir es. 100% Erfolgschance. Na ja, gut. 95. Haben wir etwa die Feuermachfähigkeit verbessert? Kann sein, ne? Gut, jetzt zeig mal. Eine Stunde, zwei Minuten, au wei, au wei, au wei. Da passt auf jeden Fall. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das Brennholz, das Tannenholz. Na gut. Da kannst du dann vielleicht doch noch was auseinandernehmen. Das kannst du gleich essen. Läuft und dann machst du mal Wasser. Das braucht noch 52 Minuten. Warum zerlege ich das trotzdem? Naja, wegen der XP, ne? Den Wolfspelz lasse ich hier. Bleib ich nicht mit mir rum. Das kannst du nehmen. Und dann machst du gleich nochmal Wasser. Gibt's
15 Minuten, alles klar. So, und da steht es nämlich auch schon da, dass ich dann die Fähigkeit verbessert hat. Das kannst du auch gleich mal essen. So, damit ist das geklärt. Das nimmst du mit. Das Lagerfeuer brennt zwar noch eine Weile. Wollen wir noch Wasser kochen? 35 Minuten reicht das. Gucken wir mal. Müsste gerade so reichen. Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Zeit gebraucht dafür. Mal gucken, ob wir den Weg zurück jetzt noch angehen. Möchte man ja eigentlich machen. Die Holzkohle nehmen wir mit. Und dann geht's auf den Rückweg. Archies Kriechkeller haben sie es genannt. Müssen wir hier eine Karte zeichnen? Nein, nicht unbedingt, ne? Oberhalb liegt die gefrorene Leiche und ein Wolfskadaver. Dort haben wir die Krähen vorhin gesehen. Bleibt da bloß Höhle. Na komm, dann mach's halt. Bleibt da trotzdem bloß Höhle. Rucksack. Gut, war jetzt nicht, vielleicht nicht die beste Idee, aber wenn ich mich nicht drehe, komme zu spät. Achso, okay, ist ja kein Nebel, ist ja bloß Schnee, dann sieht man ja doch ganz gut, wo wir hin müssen. Der Bär ist weg. Hoffe ich zumindest, dass er nicht plötzlich in unserer Nähe auftaucht. Und dann müssen wir irgendwie genau dort rüber, wo die Felsen sind, die Steine. Und dort finden wir wieder den Weg zum Flughafen. Da müsste dann die Landebahn sein. So, jetzt müssten wir auch so ziemlich alles an der Karte entdeckt haben, was es zu entdecken gibt. Hoffe ich zumindest, dass wir nicht irgendwas Großartiges übersehen haben. Ich habe auch die Patch Notes nicht mehr alle im Kopf, was jetzt diesmal schon reingekommen ist mit dem Update und was vielleicht erst zukünftige Updates sind. Oder zumindest haben wir jetzt eine ganze Menge gesehen. Ja, sollte man locker vor so einem Untergang wieder zurück sein am Wohnwagen. Dort können wir dann uns ordentlich ausschlafen.
Okay, das war jetzt ein ganz eindeutiger Hinweis. Die Müdigkeit hat deutlich zugenommen. Das sollte uns aber jetzt nicht so sehr stören. Wir müssten das locker zurückschaffen. Bevor die Müdigkeit so groß ist, dass die Tragfähigkeit zu stark abgesunken ist. Mal gucken, wie ich jetzt hier hochkomme. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir runter sind. Aber dort, wo wir runter sind, kommen wir ja nicht hoch. Das war ja so ein kleiner Absatz. Aber irgendwo wird das schon gehen. Dort hinten sind wir hoch. Na, da gehen wir hier an der Seite hoch. Na, das kriegt man hin. Notfalls könnte ich einen Kaffee trinken. Ich habe aber keinen mehr, fällt mir gerade ein. Wegen der Müdigkeit. Jetzt scheinen wir ein bisschen Gegenwind zu haben. Dann sieht es an den Schneeflocken und daran, dass wir sehr langsam unterwegs sind. Ja, ich denke, hier kommen wir hoch. Haben wir eigentlich unsere Steigeisen angezogen? Dann gucken wir gleich mal nach. Nö. Dann ziehen wir sie mal an. Ja, jetzt klingt es schon wieder ein bisschen stark nach Wind, ne? Oh ja, hier sieht man es auch wieder, Schnee darüber weht. Aber jetzt haben wir ja schon die Landebahn gefunden und von der Landebahn ist es nicht mehr weit, vor allem können wir uns da auch nicht mehr so sehr verlaufen. Brauchen wir nur noch die Landebahn bis vorlaufen zum Wohnwagen, sind wir da. Ja, freut mich, dass wir das noch geschafft haben, dass wir das noch mitgenommen haben. Das hätte ich fast vergessen. Aber das wollte ich euch dann auch nicht vorenthalten. Jetzt geht auch die Temperatur runter. Das hat man eigentlich sonst gar nicht tagsüber so sehr erlebt, außer halt richtig im Schneesturm. Da müssen wir sehen, dass wir dann wieder ins Warme kommen. Ich kann mal wieder die Schneeschuhe ausziehen. Ich weiß nicht, ob die es einen Unterschied macht, ob die hier sich abnutzen, wenn man auf Stein damit läuft. Oder ob man sie einfach dauerhaft anhaben könnte. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Abnutzung zustande kommt, die sie jetzt schon erlebt haben. Die sind ja schon bei 97%. Habe ich nicht so richtig mitbekommen, wann das passiert ist. Da sind wieder die Kaninchen um unseren Wohnwagen rum. Da hatten wir auch schon mal eine Schlinge aufgebaut. Leider ist kein Kaninchen reingegangen. Oh. Macht nichts. Ja, auf der Landepiste ist auch schon länger kein Flugzeug mehr gestartet oder gelandet. Die ist ja komplett kaputt. Da sitzt es. Ja, ich lasse dich in Ruhe, ich tue dir nichts. Wohnwagen des Frachtführers, da sind wir wieder zurück. Da sind wir wieder zurück am Wohnwagen. Was haben wir eigentlich bekommen? Was hat man gefunden? Wir hatten was zu essen gefunden, das haben wir schon gegessen. Achso, wir wollten noch mal ganz kurz schauen, Kadaver zu legen. Ja, wird noch eine Weile dauern, müssen wir in Zukunft immer weitermachen. Und beim Kochen haben wir die Stufe 3. Haben wir die jetzt erst neu dazu bekommen? Ne, die hatten wir schon, ne? So, Feuer machen. Bogenschießen, da müssen wir sehen, dass wir dann auch irgendwann weiterkommen. Fliegen, ja. Das kann ich in aller Ruhe noch machen. Ich werde auf jeden Fall die Ausrüstung
noch komplett verbessern, bevor wir uns auf den Weg machen, die Map zu verlassen, sodass wir möglichst bestmöglichst ausgerüstet sind und den Weg Richtung. Na, Richtung Transferpass dann angehen. So, heute, und das lege ich mir hier hin, wo ich es dann hoffentlich auch sehe, muss ich noch die Birkenschößlinge rauslegen, damit die schon mal anfangen können zu trocknen. Müssen das nie drei sein? Ja, da sind es drei Stück. Und da könnte ich schon mal anfangen. Im Terminal drüben liegen ja auch noch welche. Und was ich noch habe, ich habe noch den Hammer, den schweren Hammer, den wollte ich ja runterschaffen zur Schmiede. Denn die 2 Kilo schleppen wir jetzt bestimmt nicht quer durch die Botanik. Gut. Soweit erstmal dazu. Wobei, wir könnten den Hammer auch gleich rüber schaffen. Ne, machen wir nicht. Können erstmal gucken, was wir noch an Ausrüstung hier haben. Wo sind wir? 92%, 100. Das ist soweit in Ordnung. 80%, ich glaube, hier könnte ich mal reparieren. Das hat nicht funktioniert. Das auch nicht. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wir haben genug Nähzeug und wir haben auch genug Stoff. Das hat funktioniert. Nee, hier willst du hingehen. Ja. Dann hatte ich hier gesehen, genau das Hemd. Brauchbare Jacke. Brauchen wir 2 Stoff. Habe ich gerade noch gesagt, wir haben genug Stoff. Haben wir wirklich. Wir haben nämlich hier einen ganzen Schrank voll Stoff. Müssen wir bloß mal sehen mit der Helligkeit. Ja. Die Schuhe könnte ich dann auch noch reparieren. Das ist wunderbar, das hat funktioniert. Und jetzt hat er uns das Nähzeug als kaputt angezeigt. Da haben wir aber hier noch Neues. Wenn wir das hier rüberlegen, zack, weg ist es. Im Normalfall funktioniert das, dass wenn man was Kaputtes in den Schrank legt, dass es dann als Item gelöscht wird. Manchmal klappt das nicht ganz so gut. Ja, Schleifstein habe ich, da kann ich dann auch nochmal meine Waffen und meine, ja, also mein Beil und mein Messer schärfen. Denn das kann ich eh nicht alles mitschleppen. Gut, jetzt wird es dunkel. Da schlafen wir. Und ja, wie gesagt, da dann die Zeit noch ein bisschen nutzen, mich vorzubereiten und Inventar zu sortieren. Für heute verabschiede ich mich, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.